Hallo, hallo. Wer stört? Ah, oh. Der da. Beamer? Der Beamer geht nicht. Danke, danke. Ja, halt, halt, halt. Oh, das fest gut aus. Gleichfalls, ja. Danke. Jedenfalls kriegen. Zum Glück rein. Dass er oben ausgemacht ist? Nee. Genau die richtige Beleuchtung, danke. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Offensichtlich ist jetzt bald Weihnachten. Man erkennt es auch an Ihnen. Und deswegen fangen wir an mit dem sehr stimmungsvollen Adventsgedicht. Vielleicht kennen Sie es ja. Es ist von Loriot. Und es heißt Advent. Es blaut die Nacht. Lauter? Lauter. Moment. Es muss doch stimmungsvoll sein. So. Also nochmal. Es blaut die Nacht. Die Sternlein blinken. Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf Edeltennleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. Drum kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Häslein ging zur Ruh, das Rehlein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kimm und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase, zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruhet weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da rinnt des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Gleich hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmannssitte aufgebrochen. Behutsam legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied. Behält ein Teil Filet zurück als sonntägliches Bratenstück. Und schlägt sodann, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt es hell wie Silberschellen, vom Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Leuten Freude machen? Des Försters Haus liegt tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, heilger Mann, es ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise, im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent.
Danke, danke. Das ist von Loriot, nicht von mir. Ja? Aber es ist einfach eines der stimmungsvollsten Weihnachtsgedichte, die ich kenne. So. Wo waren wir stehen geblieben eigentlich? Ist lange her, ne? Es gab da einen Herrn Felski, der hat Ihnen eine Übungsklausur besprochen, die es niemals in den Rang einer Übungsklausur geschafft hat, aber die trotzdem Aufgaben enthalten hat, die für eine Übungsklausur hätten typisch werden können. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn Sie sich noch an den letzten Dienstag erinnern, dunkel vielleicht, da ging es um Drehungen am Ende und die brauchen wir heute wieder. Und außerdem hatten wir noch als Überbleibsel von vorher den Virialsatz besprochen und die mechanische Ähnlichkeit. Jetzt würde ich aber gerne nur vom letzten Mal einen Ausdruck nochmal anschreiben, den wir dort für Drehungen hergeleitet hatten und den wir gleich wieder brauchen werden. Ist das von Ihnen hier? Der Vortrag lässt zu wünschen übrig. So, ja, was brauchen wir eigentlich? Ich würde gerne die folgende Relation nochmal benutzen. Und wir hatten gesehen, wenn wir ein System betrachten, das sich relativ zu einem anderen System dreht, wobei die Drehung beschrieben wird durch diese als zeitabhängig angenommene Drehmatrix R, dann kann ich die Geschwindigkeit aus dem einen System, x-Punkt, mit Hilfe der Winkelgeschwindigkeit Omega, übersetzen in die Geschwindigkeit x-Punkt-Strich in demjenigen System, das sich relativ zu dem anderen dreht. So, und das Omega, mit dem hat man uns ja einige Mühe gegeben. Wir hatten gesehen, diese Matrix hier, die bei dieser Rechnung aufgetaucht ist, ist antisymmetrisch und enthält deswegen in drei Dimensionen nur drei unabhängige Elemente. Und wir hatten dann gesehen, okay, wenn wir diese drei unabhängigen Elemente geeignet gruppieren, dann bilden sie zusammengenommen einen axialen Vektor. Und die Bedeutung dieses Vektors hatten wir identifiziert mit der momentanen Winkelgeschwindigkeit dieser Drehung. Diese Winkelgeschwindigkeit ist ein Vektor. Der Betrag zeigt an, wie schnell das System sich dreht, also wie viel Winkel pro Zeiteinheit es zurücklegt. Und die Richtung dieser Winkelgeschwindigkeit zeigt an, wohin die Drehachse orientiert ist. So, soweit so gut. Haben Sie Fragen dazu? Ja. Also, da gebe ich Ihnen jetzt eine Antwort in zwei Teilen drauf. Der erste Teil ist sachlich. Der Teil sagt, Sie befinden sich in einem System, das sich zeitabhängig dreht. Hm? Ja, die Erde. Aber ich meine, zum Beispiel. Ja, alles in Relation zur Erde und nicht außerhalb. Naja, auf der Erde treten zum Beispiel Kräfte auf, die dafür sorgen, dass Tiefdruckgebiete, Hochdruckgebiete und so weiter rotieren. Wenn Sie verstehen wollen, in welchem Sinn, dann ist es wichtig zu wissen, welche Kräfte deswegen auf der Erde auftreten, weil die Erde rotiert. So, die etwas weniger sachliche Antwort ist, Sie brauchen das, weil ein gebildeter Mensch sowas weiß. So. Schauen wir doch mal auf der Erde nach. Ja? Hier ist sie. Hier ist Australien, wie Sie sehen. Und jetzt überlege ich mir Folgendes. Ich betrachte die Erde aus einem Inertialsystem, in das ich die Erde eingebettet denke. Das heißt, ich schaue hier von außen drauf
Und dieses äußere Inertialsystem zeichne ich in Rot. Und das kriegt einen Strich hier. So, jetzt möchte ich dieses äußere Inertialsystem im Erdmittelpunkt zentrieren und dann zu irgendeinem Punkt auf der Erdoberfläche gehen. Sehen Sie hier das Heidelberg. Und damit bekomme ich zunächst mal einen Vektor, der vom Erdmittelpunkt nach Heidelberg führt. Den nenne ich A'. So, und jetzt in diesem Ort auf der Erdoberfläche, also in Heidelberg, errichte ich ein Koordinatensystem, dessen eine Achse nach oben zeigt. Die nenne ich Dreiachse. Eine Achse zeigt nach Süden und eine Achse zeigt nach Osten. Das ist also das Koordinatensystem X und das sind die Achsen EX, EY, EZ. So, na gut, und ich stelle mir vor, dass mit der Dreiachse des gestrichenen Koordinatensystems die Drehachse der Erde zusammenfällt. Das heißt, diese Achse hier geht durch den Nordpol. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie da einen Eisbär. Ja. Warum dürfen wir die Erde in ein Inertialsystem einbetten? Also wo wissen wir, dass wir das machen können? Weil das Sonnensystem dreht sich ja selber. Trotzdem, was würde Sie daran hindern? Ich meine, ich kann ja ein Inertialsystem aufstellen, aus dem heraus ich die Erde betrachte. Dann wird sich die Erde in diesem Inertialsystem drehen. Okay. Kann ich trotzdem tun, ne? Wenn das Inertialsystem sich selber dreht, dann ist es kein Inertialsystem. Das ist ein gedachtes Inertialsystem, aus dem heraus ich die sich drehende Erde betrachte. Okay, das kann ich konstruieren. Ja? Wer sagt Ihnen das? Naja, wir werden es gleich sehen. Ne? Also die ganze Vorlesung wird, nein, ein Teil der Vorlesung wird heute darum gehen, welchen Einfluss es auf Sie hat. Sie werden damit sehen, dass wenn Sie schnell genug nach Osten laufen, Sie Ihr Gewicht reduzieren können zum Beispiel. Aber wir werden sehen. also jetzt betrachte ich Punkte x' in dem äußeren Inertialsystem. Und von denen weiß ich, dass sie verbunden sind mit Punkten X im mitrotierenden Bezugssystem durch diese Beziehung. Die Ursprünge der beiden Koordinatensysteme sind durch den Vektor A' verbunden. Und das ungestrichene Koordinatensystem muss ich halt geeignet drehen, so dass es dann mit dem gestrichenen Koordinatensystem in Deckung bringen kann. Und diese Drehung wird zeitabhängig sein, weil die Erde rotiert. Und das Ganze würde ich gerne schreiben in dieser Form hier. Mit anderen Worten, ich würde gerne den Vektor, der von uns aus zum Erdmittelpunkt zeigt, mit in die Drehung einbeziehen. Das heißt, jetzt habe ich einen Vektor A, der von mir aus betrachtet die Richtung zum Erdmittelpunkt angibt. Denn jetzt ist dieser Vektor A konstant. So. Und jetzt geht ein lustiges Differenzieren los. Jetzt muss ich berücksichtigen, dass die Drehmatrix selbst zeitabhängig wird. Das heißt, ich bekomme einen Term R Punkt mal A plus X plus R mal, so jetzt X Punkt, ne? Denn A ist konstant. Also ist A Punkt gleich 0. So, das ist jetzt also die Geschwindigkeit, die ein Punkt im äußeren Inertialsystem hat, wenn die Geschwindigkeit auf der Erde x Punkt ist. Dann schreibe ich jetzt anders, ich ziehe nämlich die Matrix R hier raus und bekomme das also R mal x Punkt plus. So, und jetzt bekomme ich hier wieder diese Matrix R transponiert mal R Punkt angewandt auf A plus x. So, und jetzt verwende ich
das Ergebnis, das wir beim letzten Mal hergeleitet hatten, nämlich, dass ich diese Multiplikation mit R transponiert mal R Punkt schreiben kann als Kreuzprodukt mit der Winkelgeschwindigkeit Omega. Ja, das heißt, ich schreibe hier, das ist R mal X Punkt plus Omega Kreuz A plus X. Okay. So, worauf ich ziele ist, dass ich am Ende wissen möchte, welche Kräfte wirken auf X. Welche Kräfte wirken also, wenn ich auf der rotierenden Erde die Bewegung eines Punktes betrachte? So, und deswegen brauche ich die Beschleunigung, weil ich dann die Beschleunigung, die dieser Punkt im mitrotierenden Bezugssystem erfahren wird, definitionsgemäß gleichsetzen werde einer Kraft. Und dann treten eine ganze Reihe von zusätzlichen Kräften auf, außer der Gravitationskraft, die im äußeren Inertialsystem wirken würde. Und diese Kräfte beschreiben dann eben den Einfluss, den die Drehung auf uns, auf der Erde hat. So, also wenn ich die Beschleunigung haben möchte, dann leite ich einfach nochmal ab. Ne? So, jetzt muss ich diesen Ausdruck hier, der als letzter steht, nochmal zeitlich ableiten. Dann bekomme ich also nochmal R-Punkt, dann den zweiten Faktor. So, und dann R mal und jetzt den zeitabgeleiteten zweiten Faktor. So, und da sehen Sie, da entsteht ein ganz hübsches Arrangement von vielen zusätzlichen Termen, die alle irgendwas damit zu tun haben, dass wir uns jetzt in einem Koordinatensystem befinden, das sich dreht. Jetzt habe ich hier wieder einen R-Punkt. Das ist jetzt irgendwie blöd. Deswegen ziehe ich wieder ein R raus. Und bekomme hier zunächst mal diejenigen Terme, die alle mit R multipliziert werden. So, und dann bekomme ich die weiteren Terme, die dann, wenn ich R rausziehe, mit R transponiert mal R-Punkt multipliziert werden. Und diese Multiplikation mit R transponiert mal R-Punkt muss ich wieder durch ein Kreuzprodukt mit Omega darstellen. Also kommt dazu ein weiterer Term Omega Kreuz X-Punkt. In der Deutlichkeit halber schreibe ich den nochmal aus, obwohl er identisch ist zu dem, der vorangeht. Und dann bekomme ich Omega Kreuz A plus X. Viele, viele zusätzliche Terme. Ja. So, das ist jetzt die Beschleunigung, die der Punkt auf der Erde im Inertialsystem von außen erfährt. Aber in einem äußeren Inertialsystem weiß ich ja, wie groß die Kraft ist. Das ist einfach gleich der Schwerkraft. Also schreibe ich hier, das ist 1 durch die Masse dieses Massenpunkts mal minus Gradient V. So. Jetzt wende ich auf beide Seiten eine transponierte Drehmatrix an. Dadurch ändert sich an diesem Gradienten hier gar nichts, nur weil der nach wie vor dann in radiale Richtung zeigt. Aber ich werde diesen Faktor R hier los und dann bekomme ich M mal X2 Punkt plus M mal Omega Punkt Kreuz A plus X plus 2m Omega Kreuz X Punkt plus m mal Omega Kreuz A plus X. Ist gleich minus Gradient V.
So, das heißt, zusätzlich zur Schwerkraft wirken jetzt weitere 1, 2, 3 Kräfte auf diesen Massenpunkt. Einfach deswegen, weil er sich mitrotiert. Ja, weil er mitrotiert wird mit dem Bezugssystem, das mit der Erde rotiert. Und wenn ich jetzt schreibe m mal x2 Punkt, würde ich gerne mit Kräften identifizieren. Dann sehen Sie, das ist einmal die Gravitationskraft, gut. Die hat mir auch außerhalb. Ja? Dann bekomme ich diese Kraft hier dazu, Omega Punkt Kreuz A plus X multipliziert mit M. Dann kommt diese Kraft dazu, minus 2m Omega Kreuz X Punkt. Und dann kommt diese Kraft dazu, minus m Omega Kreuz A plus X. So, also anstelle der Gravitationskraft allein, minus Gradient V, habe ich jetzt weitere zusätzliche Kräfte. Ja. Naja, der Gradient V ist immer radial orientiert, das bleibt auch nach der Drehung noch, weil wir das Koordinatensystem mit dem Strich in dasselbe, in den Erdmittelpunkt, also dessen Ursprung in den Erdmittelpunkt gelegt hatten. Und wir müssen ja, um jetzt die Gravitationsbeschleunigung im ungestrichenen Bezugssystem zu betrachten, zurückdrehen ins ungestrichene System. Und das machen wir mit R hoch minus 1 bzw. R transponiert. Okay? So, das heißt, wir haben jetzt diese drei weiteren Kräfte hier. Ja? Und die richten natürlich einiges an. Schauen wir uns die einzelnen Terme mal der Reihe nach an. Der Term kommt offenbar nur dann zustande, wenn sich die Drehachse zeitlich ändert. Ja, wenn also die Drehachse der Erde sich irgendwie bewegen würde, dann würde allein diese zeitliche Änderung der Drehachse diese Kraft auf uns ausüben hier. Nun, mit anderen Worten, stellen Sie sich vor, Sie betrachten jetzt nicht die rotierende Erde von außen, sondern Sie betrachten sich auf einem Karussell von außen und die Drehachse dieses Karussells würde sich ändern. Ja, dann würden Sie allein aufgrund dieser Änderung der Drehachse diese weitere Kraft spüren. So. Ist die Erdachse zeitabhängig oder nicht? Ja, aber über sehr lange Zeiträume. Das stimmt. Aber immerhin hat es dazu geführt, dass vor 2000 Jahren zum Beispiel der Polarstern wo ganz anders stand. Also es stimmt, die Orientierung der Erdachse ändert sich nur langsam, aber selbst in historischen Zeiträumen ändert sie sich. Na gut, aber für Ihre Heimfahrt heute brauchen Sie es nicht zu berücksichtigen hier. Das hier ist eine Kraft, die dadurch zustande kommt, dass sie sich, oder die dann zustande kommt, wenn Sie sich im rotierenden Bezugssystem bewegen. Also stellen Sie sich vor, Sie stehen wieder auf einer sich drehenden Scheibe. Wir halten jetzt die Drehachse der Scheibe fest, aber die Scheibe rotiert. Und jetzt fangen Sie an, auf dieser Scheibe zu laufen. Ja, versuchen Sie mal einen festen Punkt außerhalb der Scheibe zu fixieren und auf den zuzulaufen, während die Scheibe sich dreht. Dann müssen Sie offenbar gegen die Rotation der Scheibe anlaufen. Und die Scheibe will das verhindern. Die Scheibe will das verhindern. Und zwar mit dieser Kraft hier. Und das ist die sogenannte Corioliskraft hier. Coriolis. So, und das hier, das ist eine Kraft, die zustande kommt allein dadurch, dass das Bezugssystem sich dreht. Und die müssen wir uns näher anschauen hier, das ist die sogenannte Zentrifugalkraft. Die werde ich anschließend noch in zwei Teile zerlegen und werden wir sehen. Gut, also wir kriegen diese drei zusätzlichen Kräfte dazu. Eine dann, wenn die Erdachse sich zeitlich bewegt oder eben die Achse ihres rotierenden Systems.
Oder wenn die Drehgeschwindigkeit zunimmt, zunimmt oder abnimmt. Also selbst dann, wenn die Achselraum fest bleiben würde, aber sich der Betrag der Winkelgeschwindigkeit ändern würde, würden Sie ja diesen Term auch kriegen hier. So, das ist die Corioliskraft. Die sorgt dafür, dass zum Beispiel Flugzeuge in eine andere Richtung fliegen müssen, als eine direkte Verbindungslinie wäre zwischen zwei Punkten, weil sich während sie fliegen unter ihnen die Erde weiterdreht. Das ist die Kraft, die dafür sorgt, dass Tiefdruck- bzw. Hochdruckgebiete auf der Nord- und auf der Südhalbkugel einen verschiedenen Drehsinn bekommen. Die Zentrifugalkraft, kennen Sie ja alle, ne? Fahren Sie Kettenkarussell, ja? Bewegen sich die Sitze nach außen, wenn das Karussell sich dreht, verantwortlich ist die Zentrifugalkraft hier, ja. Keine, die ich kenne. So, jetzt schauen wir uns doch mal diese Corioliskraft an. Also dazu noch folgende Skizze. Jetzt schneide ich die Erde so durch, dass die Schnittebene sowohl den Erdmittelpunkt als auch Heidelberg enthält. Und anschließend drehe ich die Schnittebene so, dass Heidelberg oben liegt. Und jetzt zeigt natürlich die Drehachse woanders hin. Jetzt zeigt die Drehachse irgendwo dahin. Vorhin war sie rot. Gut, also, das ist jetzt die Richtung der Drehachse Omega. Die hatten wir ja im äußeren Inertialsystem als Polachse verwendet. Das heißt, dieser Winkel hier ist der übliche Polwinkel. Das ist nicht die geografische Breite. Denn die geografische Breite ist genau das Komplement dazu zu 2π, weil die geografische Breite ja vom Äquator ausgemessen wird und deswegen gebe ich der geografischen Breite dieses andere Theta als Symbol hier. So, unsere Dreiachse war so orientiert, also im mitbewegten Bezugssystem, dass sie von uns aus direkt nach oben zeigt. Das heißt, das ist die ungestrichene Z-Achse. Wir hatten gesagt, die ungestrichene 1-Achse, also EX, die soll nach Süden zeigen und dann zeigt natürlich die 2-Achse nach Osten, also in die Tafelebene rein. So. Jetzt sehen Sie, wenn ich mich jetzt irgendwie hier tangential zur Erdoberfläche bewege, was ich ja normalerweise tue, also mit dem Fahrrad zum Beispiel, kommt ja selten vor, dass ich dann in die Höhe bewege, dann ist x-Punkt ein zweidimensionaler Vektor, den ich durch ex bzw. ey aufspannen kann. Und dann sehen Sie, ich kann also dann x-Punkt schreiben als x-Punkt mal ex plus y-Punkt mal ey. Das ist für tangentiale Bewegungen, also tangential zur Erdoberfläche. So. Und dann sehen Sie, Omega Kreuz, diese beiden hier, bekommt jetzt offenbar zwei verschiedene Komponenten. Nur denn ich kann jetzt einmal das Omega aufspalten in einen Beitrag Omega, der ebenfalls parallel zeigt zur Erdoberfläche. Den nenne ich Omega parallel. Und einen Anteil, der senkrecht steht auf der Erdoberfläche. Ich spalte einfach diesen Vektor Omega auf. Der hat jetzt diese Parallelkomponente hier.
und er hat diese senkrechte Komponente zur Erdoberfläche. So, jetzt die senkrechte Komponente zur Erdoberfläche wird immer ein nicht verschwindendes Kreuzprodukt mit Ex und Ey haben. Das heißt, die führt zu einer seitlichen Ablenkung. Und denn die senkrechte Rotationskomponente hier, die senkrechte Komponente der Winkelgeschwindigkeit, die kann ja nicht senkrecht zur Erdoberfläche wirken, nur weil das Kreuzprodukt senkrecht auf den beiden Faktoren steht. Das heißt, dieser Anteil hier, dieses Omega senkrecht, das sorgt dafür, dass eine seitliche Ablenkung der Bewegung eintritt, aber keine in der Höhe. Während dieser Beitrag hier, Omega parallel, der wird ja ebenfalls aufzuspannen sein durch Ex bzw. Y. Ich meine, hier in der Skizze wäre Omega parallel proportional zu Ex, würde also in minus Ex-Richtung zeigen. Und das heißt, das Kreuzprodukt mit dem hier würde verschwinden, mit Ex, aber der Ausdruck hier würde eine Anhebung oder eine Absenkung bedeuten, je nachdem, ob sie sich nach Osten oder nach Westen bewegen. Okay? Das heißt, die Corioliskraft kann ganz verschiedene Auswirkungen haben. Dieser Anteil hier sorgt dafür, dass sie entweder schwerer werden oder leichter, je nachdem, in welche Richtung sie gehen. Sie können mal ausrechnen, wie schnell sie nach Osten laufen müssen, um die Folgen des Weihnachtsessens auszugleichen. Ja? Und der andere Anteil hier, das Omega senkrecht, der führt zu einer Ablenkung. Und wie der zu einer Ablenkung führt, das zeige ich Ihnen anschließend in einem kleinen Video. Kann ich Ihnen auch gleich zeigen. Das ist ein sehr lehrreiches Video. Genau, vielleicht machen wir das gleich. Sie sehen den Link dazu auch auf der Homepage der Vorlesung. Ich hoffe, Sie können es hören. Nein, Sie können es nicht hören. Das ist auf maximale Lautstärke hier. Wenn ich das wüsste. I know I've seen it go the other way. Ah, faithful to move your pasty white butt. Come on, shampoo, you can do it! Yay, I won your stupid bathroom products race! No fair. You only won because you had the inside track. If the water was spinning the other way... It never spins the other way. In the Northern Hemisphere, water always drains counterclockwise. It's called the Coriolis effect. No way. Water doesn't obey your rules. It goes where it wants. Like me, babe. Yes, Bart. Why don't you try it and see? I know I've seen it go the other way. Ah, faithful toilet. You'll prove me right. I'm a ding it in the show! Oh! Cold! Oh! Cold! Oh, who's doing that? Oh, for Pete's sake, Bart, use the plunger. Bart, water will only go the other way in the Southern Hemisphere. What the hell is the Southern Hemisphere? Haven't you ever looked at your globe? See, the Southern Hemisphere is made up of everything below the this line. So down there in, say, Argentina or Rand McNally, all their water runs backwards? Uh-huh.
In fact, in Rand McNally, they wear hats on their feet and hamburgers eat people. Cool. Just a minute, I'll check. Ah, nuts. Please do repeat again, and I will translate in for the El Presidente. Which way does the water turn in your toilet? Dice que el curso está cambiando. Ay, caramba. Los insurgentes ya van a capturar la capital. Necesito a huir. I can't get a straight answer out of this crazy hemisphere. Eine Minute, eine Minute. Das Wagenphone ist ein Nuisance-Phone. Buenas noches, mein Führer. Hi, you can actually call these places. Don't you know how expensive international calls are? Hello, operator. I'd like to make a collect call to Australia. This is the international operator. Will you accept a collect call from... Yes. This is Dr. Bart Simpson of the International Drains Commission. It's an emergency. If it's an emergency, then... We understand some drains in your area have been malfunctioning, sucking in people and whatnot. Whittakers, that's awful. Indeed. We need you to check your sinks and toilets and tell us which way the water is going, and please, stand clear. The fixtures, it all draining clockwise, sir. Oh, she was right, stupid Lisa Science Queen. Look, why don't you just check your neighbor's drains? I'll hold. Genau. So, und jetzt überlegen Sie mal, kann das stimmen? Kann das stimmen? Kann das wirklich? Also, in der Schüssel? Na gut. Haben Sie noch Fragen? Dann machen wir mit der Zentrifugalkraft weiter. Dazu habe ich kein so lehrreiches Video gefunden. Aber jetzt sehen Sie, die Zentrifugalkraft hat offenbar zwei Komponenten. Die eine kommt dadurch zustande, dass wir nicht im Erdmittelpunkt sitzen. Das ist die Verschiebung um den Vektor A. Und der andere Anteil kommt daher, dass wir nicht im Mittelpunkt unseres mitrotierenden Bezugssystems sitzen müssen. Aber jetzt schaue ich mir erstmal diesen Ausdruck hier an. Omega Kreuz, Omega Kreuz X. Jetzt verwende ich eine Beziehung, die wir annähernd am Beginn der Vorlesung schon mal verwendet hatten, für dieses doppelte Kreuzprodukt. Wir hatten, ich glaube, Sie hatten es auch mal auf einem Übungszettel unter dem Namen Grassmann-Identität. Sie können das schreiben als Kreuzprodukt, nämlich als, Entschuldigung, als Skalarprodukt. Omega mal x mal Omega minus Omega Quadrat mal x. So, und jetzt kriegt das Ganze eine viel anschaulichere Bedeutung. Da sehen Sie erstmal einen Vektor Omega Quadrat. Es gibt also ein Omega Quadrat, das ich rausziehen kann. Und dann bleibt hier nur ein Vektor x übrig. Und dann bekomme ich hier, wenn ich Omega rausziehe, den Einheitsvektor in Omega-Richtung mal x mal Einheitsvektor in Omega-Richtung. Was bedeutet das? Das ist eine ganz einfache geometrische Konstruktion. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier den Einheitsvektor in Omega-Richtung.
Ja. Nimm hier den Vektor x. Dann ergibt das Skalarprodukt zwischen dem Einheitsvektor in Omega-Richtung und x die Projektion von x in Richtung des Einheitsvektors in Omega-Richtung, also denjenigen Anteil von x, der längs der Drehachse zeigt. Ja, das heißt, hier ziehe ich einfach von x denjenigen Anteil von x ab, der längs der Drehachse zeigt. Und damit bekomme ich denjenigen Anteil von x, der senkrecht auf der Drehachse steht. Das heißt, der Vektor, der hier noch übrig bleibt, ist einfach der senkrechte Abstand hier. Nennen wir ein y. Ja? Das heißt, ich kann die Zentrifugalkraft schreiben, also Fz, als m Omega Quadrat. Sehen Sie, hier habe ich ein Minuszeichen aus der Grassmann-Identität, hier habe ich ein Minuszeichen aus der vorherigen Rechnung, bekomme also ein m Omega Quadrat mal Vektor y. Das heißt, die Zentrifugalkraft hängt nicht mehr vom gesamten Vektor x ab, sondern nur noch von dem senkrechten Anteil des Vektors x relativ zur Drehachse. Klar, ne? Wenn Sie auf der Drehachse sitzen, dann spüren Sie keine Zentrifugalkraft. Eine ganz alltägliche Erfahrung. Aber hier sehen Sie mathematisch ausgedrückt. Das heißt, die Zentrifugalkraft geht im Unterschied zur Corioliskraft quadratisch mit der Drehgeschwindigkeit. Wenn Sie auf einem Karussell sind und sich relativ zu dem Karussell bewegen wollen, dann wird, je nachdem, wie schnell das Karussell sich dreht, die eine oder die andere Kraft überwiegen. Und normalerweise wird die Zentrifugalkraft bei weitem überwiegen und sie einfach nach außen bewegen. Überlegen Sie mal, wie das auf der Erde ist. Ist die Drehgeschwindigkeit groß oder klein? Überwiegt die Coriolis oder überwiegt die Zentrifugalkraft? Vergleichen Sie mal. So, das wollte ich noch dazu sagen. Jetzt haben wir noch einen weiteren Term, der kommt einfach durch diesen weiteren Vektor a zustande. Der Vektor a sorgt dafür, dass allein durch unseren Abstand vom Erdmittelpunkt, selbst wenn wir hier einfach auf dem Boden stehen bleiben, eine Zentrifugalkraft auf uns wirkt. Und das heißt, dieser Anteil der Zentrifugalkraft, der durch den Vektor a zustande kommt, der verringert die Erdbeschleunigung. Nur weil er uns nach außen zieht, statt nach innen. Und daran sehen Sie, dass die Erdbeschleunigung beispielsweise bei gleicher Drehgeschwindigkeit natürlich am Äquator stärker verringert wird durch die Zentrifugalkraft als an den Polen. Ja? Und deswegen werden zum Beispiel die meisten Raketen in Äquatornähe abgefeuert. Ja? Okay, so, das wollte ich Ihnen zeigen, einfach um darzustellen, wie allein aufgrund der Tatsache, dass wir uns nicht in einem Inertialsystem bewegen, auf uns Kräfte wirken, die unsere Bewegung relativ zur Erdoberfläche beeinflussen. Durch eine seitliche Ablenkung wie bei der Corioliskraft, die auch eine Komponente in senkrechte Richtung bekommt, oder durch die Zentrifugalkraft, die senkrecht von der Drehachse wegwirkt. So, jetzt habe ich zwei, oder? Drei Wortmeldungen. Eins. Ja, und zwar zum Beispiel Corioliskraft. Was würde mit dem Wasserabfluss genau am Äquator passieren? Also die Frage war, wie fließt das Wasser am Äquator ab? Die Drehrichtung im Waschbecken hat nichts mit der Corioliskraft zu tun, sondern einfach damit, wie das Waschbecken geformt ist. Und wie das Wasser relativ zum Waschbecken einströmt. Also man kann sich das schon alles schön zusammenreimen, kann ein schönes Simpsons-Video draus machen. Aber es ist wirklich nur Blödsinn, ja. Also die Frage ist jetzt,
wenn ich weiter oben auf der Erde bin und ich glaube, Sie meinen weiter nach Norden oder weiter nach Süden gehen, ja? Genau. Dann muss doch die Zentrifugalkraft kleiner werden. Na klar, wir haben ja gerade gesehen, die hängt nur vom Abstand von der Drehachse ab. Wenn Sie am Nord- oder am Südpol stehen, ist der Abstand von der Drehachse gleich Null. Ja, wenn Sie die Frage war dann kann ich auf der Erde nie von Impulserhaltung ausgehen. Stimmt, weil Sie ja durch die Corioliskraft schon eine seitliche Ablenkung bekommen. Und das heißt, Sie müssen, wenn Sie über Impulserhaltung auf der Erde reden wollen, berücksichtigen, wie groß oder wie klein die Corioliskraft ist, die dann zu einer seitlichen Ablenkung führen kann. Aber wir sind auf der Erde nicht in einem Inertialsystem, nein. Das ist doch ein Problem, weil man muss dann ja festlegen, ab wann ist die Tür zum Beispiel vernachlässigbar. Na, selbstverständlich. Also die Frage ist, dann muss ich ja festlegen, ab wann kann ich Kräfte, die sozusagen durch den nicht inertialen Charakter des Bezugssystems zustande kommen, vernachlässigen. Selbstverständlich müssen Sie das, ja. Und wann ist es denn bei meiner Vernachlässigung? Schätzen Sie es doch mal ab. Schöne Hausaufgabe. Das Ganze liegt daran, dass die Drehgeschwindigkeit der Erde, Winkelgeschwindigkeit der Erde ziemlich klein ist, sodass für die meisten lokalen Experimente, die wir durchführen können, das keine Rolle spielt. Ja, aber ja, ja. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie am CERN das auch berücksichtigen müssen, ja. Sie müssen sie auch beim Flugzeug fliegen oder beim Seefahren oder so. Beim Radfahren noch nicht. Die nächste Frage war da oben, genau. Ist es ein Ortsfaktor G? Ist es quasi einfach eine Mittelung, berücksichtigt das irgendwie mit der Zentrifugalkraft? Nee, also die Frage ist, berücksichtigt der Ortsfaktor die Zentrifugalkraft? Den kriegen Sie ja einfach durch Gm durch R Quadrat, ne? Wenn R der Erdradius ist. Und natürlich variiert schon allein der Erdradius. Die Erde ist ja keine Kugel. Aber Sie sehen jetzt hier dran, dass noch ein weiterer Beitrag zum Ortsfaktor dazukommt, der allein daher kommt, dass die Erde sich dreht. Und das würden Sie normalerweise nicht im Ortsfaktor berücksichtigen. Jetzt habe ich vergessen, in welcher Reihenfolge Sie sich gemeldet haben. Nehmen wir Sie. Bitte? Die Zentrifugalkraft, die versucht. Ich verstehe die Frage noch nicht. Wohin die Zentrifugalkraft zielt, meinen Sie? Von der Drehachse weg. Also auf deine Richtung zum Äquator. Der Äquator ist von uns aus in südliche Richtung. Von der Erdachse weg zeigt bei uns von der Erdoberfläche weg. Ja, und im Winkel der geografischen Breite. Das ist ein Vektor, dieses Y, ja, die Richtung, in die die Zentrifugalkraft zeigt von der Drehachse der Erde weg. Ja, das heißt, wenn Sie hier die Drehachse hätten und Sie sitzen hier, dann ist die Zentrifugalkraft durch Ihren senkrechten Anteil von also durch ihren senkrechten Abstand von der Drehachse gegeben. Das heißt, die zeigt ins Nirvana. Also Richtung internationale Raumstation. Ja. Also so wie ich die Frage verstehe, ist es die Frage danach, ob die Drehrichtung von Hoch- und Tiefdruckgebieten durch die Corioliskraft zustande kommt. Die Antwort ist ja. Ja, wie ist sie dann im Äquator? Undefiniert. Ja. Aber die Tiefdruckgebiete entstehen ja durch die Monsunwalzen, ja, nördlich und südlich des Äquators und kriegen daher schon ihren Drehsinn mit. Ja. So. Ich glaube, Sie waren der Nächste, ne? Genau. Ich sag, wenn man in der zweiten Zeile von unten den ausgeklammerten Ausdruck mit minus Omega Quadrat nimmt, das Ganze
Sind Sie hier oder sind Sie da? Skalarbruch, ne? Der Winkel zwischen einem Vektor und sich selbst ist gleich Null. Ja. Aber wenn man jetzt die ganze Zeit in der Zentrifugalkraft fährt, egal wo man steht, also jetzt außer dem Quadrat, dann, wenn man sich jetzt auf den Quadrat stellt oder auch wenn Sie sehen, dass nicht rotiert, würde das dann so, ungewöhnlich sein, weil man dann nicht mehr in diese Gegenkraft aufbringen muss. Von ich weiß nicht, welche Gegenkraft Sie meinen. Okay, also die Frage ist, ich muss ja dann, weil ich die Zentrifugalkraft erfahre, der Zentrifugalkraft entgegenwirken. Und das heißt, je nachdem, wo auf der Erdoberfläche ich mich befinde, wird dann diese Gegenwirkung ortsabhängig sein. Rechnen Sie mal aus, wie groß sie ist. Also die Gegenkraft, die Sie erfahren, ist natürlich Ihre Gewichtskraft, ne? Ihre Gewichtskraft sorgt dafür, dass Sie auf der Erdoberfläche bleiben und die Zentrifugalkraft verringert diese Gewichtskraft. Das heißt, wenn Sie sich am Äquator auf die Waage stellen, werden Sie da ein geringeres Ergebnis angezeigt bekommen als hier bei uns. Weil die Zentrifugalkraft dort größer ist, weil am Äquator Ihr Abstand von der Drehachse größer ist. Nein. Sie zeigt nicht tangential zur Erdoberfläche, sondern senkrecht zur Drehachse. Zentrifugalkraft zeigt hier raus. Also hier zeigt sie senkrecht zur Erdoberfläche, das stimmt, ja, hier aber nicht. So, wie machen wir das heute? Lassen wir die Pause ausfallen? Oder müssen Sie dringend pinkeln? Und hören einfach früher auf, oder wie ist das? Weitermachen? Wer ist dafür? Danke. Pause, wer ist dafür? Aha. Also gut. Lassen Sie mich noch auf ein sehr interessantes Stück Physik eingehen, das unter dem Titel reduziertes Drei-Körper-Problem daherkommt. Das ist jetzt Abschnitt 8.4, wenn ich richtig gezählt habe. Reduziertes Drei-Körper-Problem. Machen wir jetzt weiter oder machen wir ein Päuschen? Wie ist das jetzt? Es ist nur 9.4. 9.4? Ja? So, was ist damit gemeint? Also, Dreikörperproblem meint natürlich, Sie haben es mit drei Massenpunkten zu tun. Ne? 1, 2, 3 mit den Massen M1, M2, M3 an den Orten X1, X2, X3. Okay, fein. Das vollständige Drei-Körper-Problem ist analytisch nicht lösbar. Das ist irgendwie blöd. Was wir stattdessen tun, ist zu sagen, ich nehme zwei große Massen und eine kleine. Beispiel, ich schaue mir einen Satelliten an, der das System aus Sonne und Erde umläuft. Oder ich schaue mir einen Körper an, der im gemeinsamen Gravitationsfeld von Erde und Mond sich bewegt, aber eine sehr viel kleinere Masse hat. Und so weiter. So, das heißt, ich vernachlässige die Gravitationswirkung dieses dritten Körpers und sage, dieser dritte Körper bewegt sich im Gravitationsfeld der anderen beiden. Es können Gasteilchen sein im Gravitationsfeld von zwei Sternen zum Beispiel. Kann man interessante Sachen mit anstellen, aber gut. Dann werden natürlich
die Massen M1 und M2 sich gegenseitig auf Ellipsenbahnen umlaufen. Ja, wissen Sie ja, Keplersche Gesetze. Ich lege also M1 und M2 fest. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie krachen zusammen oder Sie bewegen sich umeinander und dann werden Sie auf eine Ellipsenbahn umlaufen. Ja? Weil es auf, also die Frage war, warum ist das reduzierte Dreikörperproblem analytisch nicht lösbar? Weil sie auf Gleichungen so hoher Ordnung kommen, dass sie die analytisch nicht mehr lösen können. So, jetzt stelle ich mir vor, ich habe also hier M1, ich habe hier M2, ich habe irgendwo M3. Ich lege die X-Achse so, dass sie von M1 nach M2 zeigt und die beiden Massen miteinander verbindet. Den Abstand der beiden Massen M1 und M2 bezeichne ich als D. Und jetzt gehe ich ins Schwerpunktsystem von M1 und M2. Das ist da, wo das X ist. Und dort bekomme ich dann eine Y-Achse. Und die Z-Achse zeigt senkrecht dazu. Und Sie wissen ja aus unserer Behandlung des Kepler-Problems, dass die Drehachse jetzt senkrecht auf der gemeinsamen Bahnebene von M1 und M2 stehen muss, schon wegen der Drehimpulserhaltung. Also wir können wegen der Drehimpulserhaltung eine Bahnebene einführen, das ist die Ebene der Bewegung von M1 und M2 umeinander. Dort führe ich Koordinaten XY ein und ich beschränke mich jetzt darauf, den dritten Körper in dieselbe Bahnebene zu legen. Müsste ich ja nicht tun, ne? Er könnte ja rumsausen, wo er will. So, jetzt zunächst mal, der Ursprung meines Koordinatensystems liegt jetzt im Schwerpunkt. Und der Schwerpunkt ist ja jetzt gegeben durch M1 x1 plus M2 x2 gleich 0. Ne? Klar, ne, wenn ich, Entschuldigung, das ist nicht der Schwerpunkt, der jetzt gegeben ist, aber das ist die Gleichung, die jetzt x1 und x2 festlegt. Ja, denn jetzt müssen ja die beiden Koordinaten x1 und x2 die Gleichung m1 x1 plus m2 x2 gleich 0 erfüllen. So, das ist mal das eine. Das heißt, in dieser Bedingung steckt einfach, dass wir ins Schwerpunktsystem transformiert haben. Und dann weiß ich, dass x2 minus x1 gleich d sein muss. Ne? Also eine von beiden Koordinaten muss ja negativ sein. Und ich habe jetzt die Orientierung der Achse so gewählt, dass x1 negativ sein muss, ne? Sodass x2 minus x1 gleich d ist. So, jetzt führe ich noch eine Definition ein, nämlich μ ist m1 durch groß M mit groß M gleich m1 plus m2. Ja, das heißt, die Masse groß M ist jetzt nicht die Gesamtmasse des Systems, denn die würde ja M3 enthalten, sondern einfach die Gesamtmasse derjenigen Körper, deren Gravitationsfelder wir berücksichtigen. M3 schwirrt da einfach rum, aber wir vernachlässigen das Gravitationsfeld von M3. So, okay. Jetzt bekomme ich, wenn ich die zweite Gleichung verwende, aus der ersten m1 x1 plus m2 mal d plus x1 gleich 0. Ja. Und daraus sehen Sie dann, groß M mal x1 ist minus m2 mal d. Und damit bekomme ich x1, nämlich x1 ist μ minus 1 Moment, ja μ minus 1 mal d, ne? So, und für x2 muss ich dann bekommen x2 gleich μ mal d. So, und μ ist natürlich kleiner als 1, ne, denn das ist ja das Verhältnis der Masse m1 zur Gesamtmasse, das heißt μ minus 1 ist negativ. Und das entspricht der Skizze, die wir hier haben. Okay, soweit so gut. Jetzt
muss ich mir anschauen, mit welcher Bewegungsgleichung sich der Körper M3 in diesem Bezugssystem bewegt, das sich ja jetzt mit der Bewegung von M1 und M2 mitbewegt. M1 und M2 umlaufen sich, also bin ich in einem rotierenden Bezugssystem. Also wird der Körper M3 zusätzlich zu der Gravitationskraft der beiden Körper auch noch eine Corioliskraft erfahren und er wird eine Zentrifugalkraft erfahren. Der weitere Kraftterm, den wir hier oben noch hatten, der mit dem Omega-Punkt, wird aufgrund der Drehimpulserhaltung nicht auftreten. Weil die Drehachse, die Rotationsachse dieses mitrotierenden Bezugssystems fest ist. Ja. So, die Drehachse oder der Vektor der Winkelgeschwindigkeit ist Betrag der Winkelgeschwindigkeit mal EZ. Ne? So hat man es konstruiert. Jetzt bekomme ich eine Bewegungsgleichung für den dritten Körper, der jetzt einerseits den Gravitationsanteil enthalten muss. Den schreibe ich jetzt als minus M3 mal Gradient V. Damit wird die potenzielle Energie V zu einem Potenzial, das sage ich gleich noch was dazu. Ich möchte einfach dafür sorgen, dass alle Terme einen Faktor M3 bekommen, sodass ich den dann kürzen kann. Das ist also der Gravitationsanteil. Jetzt muss ich den Corioliskraftanteil dazu schreiben. Das ist 2m Omega Kreuz x3 Punkt. Denn der dritte Körper kann sich ja in dem mitrotierenden Bezugssystem bewegen und wird deswegen eine Corioliskraft erfahren. So, und dann bekomme ich eben minus m Omega Kreuz Omega Kreuz x3 für die Zentrifugalkraft und das sind jeweils Massen m3 hier. Okay, gut, jetzt nochmal zu diesem Potenzial V. Das schreibe ich als minus gm1 durch Abstand r1 minus gm2 durch Abstand r2. Wenn ich die potenzielle Energie von des Körpers 3 relativ zu diesen beiden Körpern 1 und 2 aufschreiben wollte, müsste ich hier oben schreiben g mal m1 mal m3 und hier g mal m2 mal m3. Ich ziehe das m3 aber raus, sodass ich das in der Gleichung gleich kürzen kann. So, und r1 und r2, naja, das sind die Abstände des Punktes x3 von der Masse m1 bzw. von der Masse m2. Also kann ich schreiben, R1 ist Wurzel aus x minus x1 zum Quadrat plus y². Und ich sollte noch dazu fügen, ich schreibe das x3 jetzt als x mal ex plus y mal ey. Und das heißt, die Koordinaten x und y beziehen sich auf den Massenpunkt m3. Und Sie sehen daran auch, wir beschränken den Massenpunkt 3 auf die Bahnebene der beiden Körper. Das ist eine grobe Vereinfachung natürlich. Ne? So, und R2 ist dann natürlich x minus x2 in Klammern zum Quadrat plus y². Und aufgrund unserer Konstruktion haben die beiden Massenpunkte 1 und 2 natürlich keine y-Koordinaten. Wir haben sie auf die x-Achse gelegt. So, okay, jetzt schauen wir doch mal. Also M3 kann ich jetzt überall kürzen, das werde ich auch gleich tun. Aber zunächst mal wollte ich mir diese zusätzlichen Kräfte, also die Corioliskraft und die Zentrifugalkraft anschauen. Wenn ich zunächst die Corioliskraft anschaue, dann habe ich da minus 2, M3 wird gleich weg sein, Omega mal EZ, schreibe ich jetzt anstelle des Vektors Omega, Kreuz x Punkt ex plus y Punkt ey. So, und jetzt sehen Sie hier ez Kreuz ex, das ist ey, also minus 2 Omega x Punkt ey. Und dann habe ich ez Kreuz ey, das ist minus ex.
Also minus y.ex. So, das ist das eine Kreuzprodukt. Das ist also die Corelius-Kraft. Und Sie sehen, die kriegt einen Anteil, der den Körper aus einer geradlinigen Bewegung ablenken würde. So, und dann brauche ich diesen Ausdruck hier. Minus Omega Kreuz x3. Das ist also minus Omega Quadrat, den Faktor Omega Quadrat ziehe ich gleich raus. Dann habe ich hier EZ Kreuz. Und jetzt EZ Kreuz x mal EX plus y mal EY. Und wieder, ne? EZ Kreuz EX ist EY. EZ Kreuz EY ist minus EX. Also habe ich hier minus Omega Quadrat EZ Kreuz X EY minus Y EX. So, jetzt muss ich ja nochmal das Kreuzprodukt bilden. Einmal von EZ mit EY, da kriege ich jetzt ein minus EX. Also wird das Ganze zu einem Omega Quadrat X EX plus Y EY. Naja, und das ist einfach Omega Quadrat mal x3. Ne? Kunststück. Wir hatten ja gerade gesehen, die Zentrifugalkraft wirkt immer senkrecht zur Drehachse. Und muss natürlich vom Drehpunkt, vom Ursprung aus nach außen wirken. Wir haben auf die Weise nur bestätigt, dass die Zentrifugalkraft mit Omega Quadrat geht und mit dem Abstand vom Drehzentrum wegzeigt. Ne? So. Aber das heißt, ich kann jetzt diese Bewegungsgleichung hier schreiben als x2 Punkt. Ich schreibe jetzt erstmal die x-Komponente dieser Bewegungsgleichung auf. x2 Punkt ist gleich, so jetzt minus dx mal dxv. Das Gravitationspotenzial interessiert mich noch nicht. So, und dann kommt der Coriolis-Anteil und zwar die x-Komponente davon. Ja. Und da sehen Sie, die ist plus 2 Omega Y-Punkt. Und jetzt der Zentrifugalanteil, das ist plus Omega Quadrat mal X. Ja. So, dann mache ich das Ganze mit der Y-Komponente. Dann kriege ich also minus dyv. Dann minus 2 Omega x Punkt. Ne? Denn wenn ich die y-Komponente aus der Corieluskraft rausziehe, dann kriege ich ein Minuszeichen und dann kommt noch plus Omega Quadrat mal y dazu. So, das heißt, jetzt haben wir die Bewegungsgleichungen für die beiden Koordinaten x und y da stehen. So, und die formuliere ich jetzt ein kleines bisschen um. Dann stimmen Sie wieder mit dem überein, was im Skript steht. Ich schreibe nämlich x2 Punkt minus 2 Omega y Punkt ist gleich minus dxu. Ich schreibe es drunter. Ja? Also x2 Punkt minus 2 Omega Y Punkt ist minus dxu und u ist jetzt v minus Omega Quadrat halbe x Quadrat plus y Quadrat. Und ich bekomme also neues Potenzial und es enthält neben dem Gravitationspotenzial v diese nach unten geöffnete Parabel hier. Und das ist das Zentrifugalpotenzial hier. So, und dann bekomme ich y2 Punkt plus 2 Omega x Punkt ist gleich minus dyu. Das sind die beiden Bewegungsgleichungen, die uns übrig bleiben. Und Sie sehen, die Bewegung findet jetzt in einem Potential statt, das zusätzlich zum Gravitationspotential einen Zentrifugalanteil bekommt. Klar, die Gravitationskraft hält den Massenpunkt m3 im System. Und die Zentrifugalkraft versucht, ihn rauszutreiben. Und je nachdem, wo wir sind, gewinnt die eine oder gewinnt die andere.
So. Kleine Pause, ja? So, und dann geht's weiter. Also wir hatten diese beiden Bewegungsgleichungen hergeleitet für die Bewegung eines dritten Massenpunkts in der Bahnebene der beiden Massenpunkte M1 und M2 unter Vernachlässigung der Gravitationskraft des Massenpunkts M3. Ich schreibe die nochmal auf. Also x2 Punkt minus 2 Omega y Punkt ist gleich minus dxu und y2 Punkt plus 2 Omega x Punkt ist gleich minus dyu. Okay, gut. Jetzt machen wir Folgendes. Wir multiplizieren die erste Gleichung mit x Punkt und die zweite mit y Punkt. Den Trick kennen Sie ja schon. Ja? Und anschließend addiere ich die beiden Gleichungen. Was passiert? Der Coriolis-Anteil fliegt raus. So, und dann habe ich hier noch stehen, minus x Punkt dxu plus y Punkt dyu. Auf der rechten Seite. So, und das kann ich wieder mit totalen Zeitableitungen identifizieren, wie wir es schon bei der Herleitung der Energieerhaltung getan hatten. Ich kann jetzt nämlich auf der linken Seite schreiben, das ist d nach dt von 1/2 mal x Punkt Quadrat plus y Punkt Quadrat. Und wenn Sie diese Zeitableitung ausführen, dann sehen Sie, es kommt genau der Ausdruck raus, der oben drüber steht. Auf der rechten Seite steht minus d nach dt von u. Ja, denn wenn ich die Zeitableitung von u bilden würde, dann müsste ich ja erst u nach x ableiten, dann x nach t, dann u nach y ableiten, dann y nach t und damit bekomme ich die beiden Ausdrücke, die oben drüber stehen. So, und daran sehen Sie, dass die Größe 1/2 x Punkt Quadrat plus y Punkt Quadrat plus u eine Konstante ist. Und die Konstante heißt konventionellerweise minus groß C halbe. So. Und die Konstante C, die hier auftaucht, ist also minus 2u minus x Punkt Quadrat minus y Punkt Quadrat, die heißt Jacobi-Konstante. Das ist die einzige bekannte Erhaltungsgröße im Dreikörperproblem. So,
Jetzt wissen Sie ja, dass x Punkt Quadrat plus y Punkt Quadrat größer gleich 0 sein muss. Und das setzt eine Bedingung an die beiden anderen Größen. Das sagt nämlich, dass minus c halbe minus u, oder wenn Sie wollen, minus c minus 2u, größer gleich 0 sein muss, beziehungsweise c plus 2u kleiner 0. Ne? Kleiner gleich 0. Und die Bedingung c gleich 2u legt eine Kurve in der xy-Ebene fest, die als Hill-Kurve bezeichnet wird. Also die Hill-Kurve kriegen Sie dann, wenn Sie hier das Gleichheitszeichen betrachten. So, und anstelle einer weiteren Rechnung würde ich Ihnen jetzt gerne ein Bild zeigen. Im Skript finden Sie einen Teil der Rechnung und einen anderen Teil der Rechnung im Anhang. Aber das Bild, das ich Ihnen zeigen wollte, sieht so aus. Das ist die Potentiallandschaft in diesem reduzierten Dreikörperproblem. Genau, was sehen Sie hier? Sie sehen hier das Gesamtpotential U, was hier gerade verdeckt ist. Hier, ne? Es setzt sich zusammen aus den beiden Gravitationspotentialen der beiden Massen M1 und M2. Das sind diese Kamine, die hier ins Negative gehen. Und aus der nach unten geöffneten Parabel beziehungsweise dem nach unten geöffneten Paraboloid minus Omega Quadrat halbe x Quadrat plus y Quadrat. So, dann stellen Sie sich vor, Sie müssen über diese Landschaft laufen. Ja, wenn Sie hier rauskommen, rutschen Sie weg. Stellen Sie sich vor, es ist auch noch Glatteis. Ja? Also, wenn Sie hier rausgehen, rutschen Sie nach außen weg. Wenn Sie hier reinkommen, rutschen Sie nach innen rein. Klar, ne? Denn hier überwiegt die Gravitationskraft, genauso wie hier, jedes einzelne dieser beiden Massenpunkte M1 und M2. Hier draußen überwiegt die Zentrifugalkraft. Aber Sie sehen, es gibt eine Reihe von Punkten, da könnten Sie stehen bleiben. Das ist einmal der hier draußen. Da sind Sie genau an der Grenze zwischen nach innen rutschen und nach außen rutschen. Das ist der hier. Und das ist der hier. Und dann gibt es noch zwei hier draußen. Das sind die sogenannten Lagrange-Punkte. Das sind also fünf Stück. Die werden durchnummeriert mit L1, L2, L3, L4, L5. Und die haben eine riesige Bedeutung in der Raumfahrt. Ja. Einerseits können Sie, wenn Sie sich vorstellen, hier wäre die Sonne, hier wäre die Erde, können Sie offenbar ein Raumschiff hier unterbringen. Das kann dort bleiben, es muss sich nur gut festhalten. So geschehen beim Solar Orbiter zum Beispiel. Ich glaube, ich habe Sie falsch nummeriert, das ist L1, das ist L2 hier. Das ist der äußere Lagrange-Punkt des, in dem Fall Sonne-Erde-Systems. Der hat sich zu einem Tummelplatz entwickelt für alle möglichen Satelliten. Also die ersten beiden Satelliten, die sich hier außen aufgehalten haben, waren der Infrarotsatellit Herschel und der Mikrowellensatellit Planck. Und der große Vorteil davon, Satelliten nicht um eine Erdumlaufbahn zu schicken, sondern in den äußeren Lagrange-Punkt, ist, dass sie dort immer gleichzeitig die Sonne und die Erde im Rücken haben können. Das heißt, die wichtigsten Wärmequellen für so einen Satelliten haben sie dann immer im Rücken stehen. Deswegen ist der äußere Lagrange-Punkt L2 zu einem bevorzugten Platz geworden, wo empfindliche, beispielsweise astronomische, aber auch andere Geräte untergebracht werden. Da gibt es da drüben noch einen, aber der ist halt schwer zu erreichen. Ja?
Am 24. Dezember, also übermorgen, nein, Freitag, soll wieder ein Raumschiff, wieder ein Satellit gestartet werden, das James Webb Space Telescope. Der Start war eigentlich für den 18. vorgesehen, also verlassen Sie sich nicht darauf, dass es am 24. tatsächlich gestartet wird. Aber Zielpunkt dieses Satellits ist tatsächlich auch wieder der äußere Lagrange-Punkt L2 hier. So, die drei Punkte, also L1, L2, L3, die liegen auf der Verbindungslinie dieser zwei Massen. Sie können ja mal ausrechnen, wo sie liegen. So, die anderen beiden, L4 und L5, sind die sogenannten Trojanerpunkte. Wie es zu dem Namen kommt, ist eine andere Geschichte, aber Sie sehen, da ist wieder so ein Plateau hier in dieser Potentiallandschaft. Da können Sie sich also wieder festhalten, wenn Sie wollen. Die beiden Lagrange-Punkte hier werden häufig fälschlicherweise als stabile Lagrange-Punkte bezeichnet. Sie sehen ja hier, der Lagrange-Punkt, der Lagrange-Punkt, der Lagrange-Punkt ist offensichtlich nicht stabil, ne? Denn eine kleine Störung Ihres Ortes würde dafür sorgen, dass Sie entweder nach innen rutschen oder nach außen. Also das sind instabile Lagrange-Punkte und die haben für die Raumfahrt eine große Bedeutung, weil das bedeutet, wenn Sie einen Satelliten dort unterbringen, dann müssen Sie ihn dort festhalten. Das heißt, er braucht einen Antrieb, um diesen Lagrange-Punkt zu umlaufen und deswegen dort zu bleiben. Wenn Sie aber den Antrieb ausschalten, dann haut er ab. Das ist also ein selbstreinigender Lagrange-Punkt. Satelliten, die Sie dort unterbringen, die sind nach einiger Zeit nicht mehr dort. Ja. Ja, der Lagrange-Punkt. Nee. Es ist eben ein instabiler Lagrange-Punkt, das heißt, Sie müssen auf einer Umlaufbahn um diesen Lagrange-Punkt umlaufen. Und die Bahnen, die diese Satelliten um diesen äußeren Lagrange-Punkt beschreiben, sind einige 10.000 Kilometer groß. Also es ist nicht so, dass Sie mit dem dritten zuschauen können, wie der zweite mit dem ersten kollidiert. Was eigentlich eine tolle Aufgabe wäre für das James Webb Space Telescope, weil Herschel und Planck sind da noch in der Nähe. Aber okay, so. Die beiden Punkte hier, die sind genauso instabil wie die anderen beiden. Sie sehen ja, wenn Sie, angenommen, es ist glatt, ja, und Sie bewegen sich hier ein Stück weit von diesem Punkt weg, dann rutschen Sie da genauso weg. Die werden aber zu stabilen Lagrange-Punkten, indem Sie sich um diese Lagrange-Punkte bewegen. Denn dann erfahren Sie nämlich um diese Lagrange-Punkte eine Corioliskraft. Und diese Corioliskraft sorgt dann dafür, als dritte Kraft, dass diese beiden äußeren Lagrange-Punkte hier tatsächlich stabil werden. Ja, das heißt, auf dieser Potentiallandschaft sieht es so aus, als wären die äußeren Lagrange-Punkte, die Trojaner-Punkte, genauso instabil wie die anderen auch. Aber wenn Sie die jetzt umlaufen und die Corioliskraft mit berücksichtigen, dann wären Sie stabil. Es sei denn, das Massenverhältnis zwischen diesen beiden wird hier besonders groß. Dann geht es nicht mehr. Die Analyse der Stabilität dieser äußeren Lagrange-Punkte ist auch in den meisten Lehrbüchern falsch. Und deswegen habe ich sie Ihnen in den Anhang des Skripts geschrieben. Nicht, dass ich meine, dass Sie das alles wissen müssten, aber es ist eine interessante Rechnung, ja. Nee, die sind zu weit weg. Also die beiden äußeren, also die Frage war, gibt es Satelliten, die man da außen unterbringt? Nee, der Abstand oder diese äußeren Lagrange-Punkte bilden mit dem einen und dem anderen Gravitationszentrum zusammen ein gleichseitiges Dreieck. Während der Lagrange-Punkt L2 zum Beispiel 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist, sind das hier 150 Millionen Kilometer. Das erzeugt einfach zu hohe Reisekosten. Ja? War das Hubble-Teleskop auch im zweiten Lagrange-Punkt? Die Frage war das Hubble-Teleskop auch im äußeren Lagrange-Punkt? Nein, das Hubble-Teleskop war auf einer Erdumlaufbahn, die stark elliptisch war. Was heißt war, ist immer noch. Und in ungefähr 90 Minuten einmal um die Erde kommt. Ja. Ja. Können Sie es nochmal sagen, bitte? Das sind dann keine Potentialextrema mehr. Also die Lagrange-Punkte sind ja definiert als Stellen, an denen das Potential flach wird, an denen keine Kraft wirkt. Und das haben Sie nicht mehr, wenn Sie es in drei Dimensionen ausweiten. So, jetzt noch was zu diesen äußeren Lagrange-Punkten hier.
Stellen Sie sich jetzt vor, Sie hätten hier nicht mehr die Erde, sondern den Jupiter und hier die Sonne. Dann haben die beiden Massenverhältnisse von 1 zu 1000 ungefähr. Und es entstehen aus dem gemeinsamen Gravitationsfeld der beiden eben diese beiden Lagrange-Punkte hier. Wenn Sie jetzt einen Himmelskörper dazu bringen, dass er diese wieder umläuft, dann wird er durch seine eigene Corioliskraft stabilisiert und bleibt dort. Und deswegen hat der Jupiter im Lauf seiner Geschichte um beide seiner Lagrange-Punkte hier Kleinplaneten angesammelt, die jetzt dem Jupiter einerseits unter 60 Grad vorauslaufen, andererseits ihm unter 60 Grad nachlaufen. Und die einen heißen Trojaner und die anderen heißen Griechen. Und deswegen sorgt sozusagen die Himmelsmechanik dafür, dass zumindest am Himmel die Trojaner nicht auf die Griechen treffen. War ja auch irgendwie misslich. Ne? So, das wollte ich Ihnen noch sagen. Im Skript finden Sie einerseits die Rechnung, die Ihnen zeigt, dass an diesen äußeren Lagrange-Punkten L4 und L5 tatsächlich das Potential flach wird. Das steht im Hauptteil des Skripts. Und im Anhang des Skripts finden Sie die Rechnung, die Ihnen zeigt, dass tatsächlich, vorausgesetzt das Massenverhältnis ist genügend groß, diese äußeren Lagrange-Punkte unter Einbeziehung der Corioliskraft stabil werden. Ja. Gut, also die Frage war jetzt, was passiert denn, wenn ich hier Sonne und Erde und den Mond betrachte? Dann wird das Ganze sehr viel komplizierter. Ja. Also, der Mond ist Gott sei Dank noch nahe genug, sodass er den äußeren Lagrange-Punkt L2 nur wenig beeinträchtigt. Und sodass Sie dann den äußeren Lagrange-Punkt des Erde-Sonnensystems verwenden können. Und dann haben Sie sogar Erde, Sonne und den Mond immer in Ihrem Rücken. Also die Frage war, wo sind diese Kleinplaneten oder Zwergplaneten? Zwergplaneten sind ganz weit draußen. Die Kleinplaneten sind zwischen der Mars- und der Jupiterbahn, also bei einem Abstand von der Sonne zwischen 1,5 und ungefähr 5 astronomischen Einheiten. Und eine astronomische Einheit sind 150 Millionen Kilometer. So, aber das heißt, wenn hier der Jupiter wäre und das hier die Sonne, dann würden die sich weit innen hier bewegen, im Wesentlichen um die Sonne. Aber es gibt dann eben diese weit draußen liegenden Trojaner und Griechen. Ne? Also die Frage war, wie kommt jetzt die Corioliskraft ins Spiel? Zunächst mal gar nicht. In unserer bisherigen Überlegung taucht sie einfach nicht auf. Wenn Sie jetzt anfangen, sich mit einer gewissen Geschwindigkeit um diese äußeren Lagrange-Punkte zu bewegen, dann erfahren Sie zusätzlich noch eine Corioliskraft. Ja, weil Sie sich dann in dem rotierenden Bezugssystem bewegen. Und diese Corioliskraft sorgt dann dafür, dass Sie sie in der Nähe des Lagrange-Punkts hält. Also mit der Corioliskraft werden diese äußeren Lagrange-Punkte stabil. Die Rechnung sehen Sie im Skript. Ne? Ja? Werden die Lagrange-Punkte mit dem Jupiter und der Sonne nicht von anderen Planeten beeinflusst? Ja, klar. Also die Frage war, werden die Lagrange-Punkte zwischen der Sonne und den anderen Planeten nicht durch die anderen Planeten beeinflusst? Das stimmt, ja. Aber die Sonne enthält 99,9% der Masse des Planetensystems. Der Jupiter fast den gesamten Rest. Alles andere fällt fast nicht auf. Weiß ich nicht, ja. Ja, die gibt es auch. Also die Frage war, gibt es Lagrange-Punkte zwischen der Erde und dem Erdmond? Ja, gibt es. Also beispielsweise war der innere Lagrange-Punkt zwischen Erde und Mond für das Apollo-Raumflugprogramm sehr wichtig. Und da gab es Bahnen, die achtförmig hier durchgingen. Genau durch diesen Punkt, ja. Da war noch was? Jetzt ist es weg.
Ja? Also die Frage war, wenn Sie jetzt hier ein Doppelsternsystem hätten, wären dann die Lagrange-Punkte stabil? Wenn Sie sich um die äußeren bewegen, ja. Dann werden die durch die Corioliskraft stabil. Die inneren sind immer instabil. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie jetzt hier einen Stern reintun und hier auch einen, und der eine wird zu einem roten Riesen, das passiert jedem Stern irgendwann, dann dehnt er sich aus und läuft unter Umständen über und lädt seinen ganzen Müll bei dem anderen ab. Es gibt Sterne, die reagieren sehr, sehr sensibel, aber es ist eine andere Geschichte. Ja? Ja? Also die Frage war, gibt es Systeme, in denen drei Sterne sich umlaufen? Die gibt es, aber das ist eine hochgradig instabile Situation, die meistens dazu führt, dass zwei dieser Sterne den dritten rauskicken. Also die nächste Frage war, wie sollen die denn rauskicken? Indem der dritte einem der anderen beiden sehr nahe kommt und dann abgelenkt wird auf eine Hyperbelbahn, die im Unendlichen verschwindet. Ja? Ja. Wenn das nun unser System so wäre, wie würden sich unsere Lagrange-Punkte da verziehen? Gäbe es jeden Lagrange-Punkt doppelt oder gäbe es noch irgendwelche extra Lagrange-Punkte? Also die Frage war, wenn jetzt auf der anderen Seite der Sonne noch ein erdgleicher Planet wäre, wie würden sich die Lagrange-Punkte in unserem Erde-Sonne-System verschieben? Die Antwort ist so gut wie gar nicht, weil die Erde eine Masse von einem Millionstel der Sonnenmasse hat. Das heißt, wenn die in zwei astronomischen Einheiten Entfernung steht, spüren sie die fast nicht. Ja gut, wenn sie jetzt zusätzlich zur Sonne noch einen weiteren Stern rein täten zum Beispiel, dann würden sie sehr schnell in die Situation kommen, dass das Planetensystem instabil wird. Und das führt dann meistens dazu, dass eben Planeten rausgeworfen werden und der Abstand zwischen den beiden Sternen sich entsprechend verkleinert. Schluss für heute. Ich wollte Ihnen noch einen Limerick mitgeben. Wissen Sie, was ein Limerick ist? Es ist ein fünfzeiliges Gedicht mit dem Reimschema AABBA. Und einen solchen Limerick wollte ich Ihnen anschreiben und Sie bitten, den Limerick zu überprüfen. Warum ist das ein Limerick? The integral t squared dt from 1 to the cube root of 3 times the cosine of 3 pi over 9 is the log of the cube root of e. Die Hausaufgabe ist, überprüfen Sie es mal. Schöne Weihnachten!
Ach so.